Willkommen zu Teil 7 meiner Wildkräuter-Serie, heute mit der Zaunwicke. Ist das die richtig? Ja. Das ist die Zaunwicke. Auch hier wieder die Zaunwicke. Hier hat das ganz viel, so ganz frisch vom Februar. Und was sehe ich da noch mehr Zaunwicke? Zaunwicke ist eine hervorragende Survival-Pflanze, weil sie enthält sehr viel Eiweiß. Ja, die Zaunwicke ist noch sehr jung. Sie hat randlose, gegenständige Blätter. Und hier vorne wickelt sie sich um andere Pflanzen herum, auch um Zäune oder um sich selbst, deshalb der Name Zaunwicke. Es ist eine mehrjährige Pflanze. Erst nach Jahren entwickelt sich die Blüte, so ab Juni. Und diese habe ich bis im Oktober schon gesehen. Selbstverständlich ist auch die Zaunwicke essbar. Sie schmeckt nach Bohnen. Und auch die Blüte kann man essen, die ist jetzt aber noch nicht so weit. Die Blüte der Zaunwicke ist eine besondere Delikatesse. Aber von der Blüte esse ich meistens nie, weil die gehören den Bienen. Für uns das Grüne, für die Insekten die Blüten. Die Zaunwicke ist kein Heilkraut, es ist ausschließlich eine Futterpflanze. Es hat also viel Eiweiß. Das war Teil 7 mit der Zaunwicke, weiter geht's zu Teil 8. Oh, when they write my